Wir sind jetzt tatsächlich dann auch schon auf dem Weg nach Wildeshausen. Da werden wir heute mal so ein bisschen ein neues Motorrad ausführen. Björn hat nämlich noch die Stark Wag mitgenommen. Welche Variante ist das? Die graue. Voll oder wenig Vollcross? Das ist ja KTM Vollcross. Ne, das ist 80 PS. 80 PS Variante. 80 PS Alpha Variante. Yes. Da werden wir nämlich heute dann auch mal die CRE, die wir gebaut haben, mal im Vergleich zu der Stark ausprobieren. Und dann mal gucken. Das ist alles natürlich immer nur meine Meinung. Da muss keiner was drauf geben. Aber ich denke mal, für den einen oder anderen könnte es eventuell trotzdem interessant sein. Muss mal kleiner mal zeigen, das Gerät hier. Oh, geil. Also ich bin nach wie vor sehr, sehr happy. Würde ich aber tatsächlich auch einfach jetzt nicht mit irgendwelchem sinnlosen Quatsche zuseiern. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns einfach gleich on board. GoPro vorne ruf und nebenbei beim Fahren ein bisschen quatschen. So, liebe Freunde, ich hoffe, ihr hört mich jetzt auch. Das Gute ist ja halt, dass wir halt einfach während des Motorradfahrens quatschen können. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie gut das wird, wie gut ihr mich hört, ob ihr mich überhaupt hört oder ob ich die ganze Scheiße dann nochmal synchronisieren muss. So, Brille ausgesucht. Brett hier ran. So, es ist jetzt tatsächlich das erste Mal, dass wir hier mit dem Moped fahren. An ist es schon, das ist sehr gut. Dann, ich weiß gar nicht, ob ihr es gestern gesehen habt. Dann haben wir hier unseren Versteller. Hier können wir nämlich einen Rückwärtsgang auch einlegen. Und dann fahren wir einfach mal auf 1 und gucken mal, was wird. He? Also es ist auf alle Fälle, es ist anders. Gerade mit der Hinterradbremse hier am Lenker ist das schon auf alle Fälle eine ganz andere Sache. Aber man kann sich halt viel, viel mehr konzentrieren aufs Motorradfahren. Maul. Ist jetzt tatsächlich auch das erste Mal Wildeshausen für mich, also noch ein bisschen mehr Premiere. Ich hoffe, ihr seht mir jetzt einfach ein bisschen nach, dass ich hier jetzt erstmal gucken musste, neue Strecke, neues Motorrad. Wo bin ich hier? Was mache ich hier? Wer fährt hier Motorrad? Was ist jetzt eigentlich diese Grundaufgabe von der ganzen Übung, die wir hier starten? Es war tatsächlich relativ viel. Ich hätte selber nicht gedacht, aber ich musste erstmal gucken, wo oben und unten ist. Und dachte einfach, oh, ja, vielleicht wird es ein bisschen mehr mit Quatschen. Nichtsdestotrotz, dranbleiben. Wir quatschen gleich noch in Runde 2 und 3 so ein bisschen darüber, wie die ganze Sache sich für mich anfühlt. Genießt tatsächlich einfach mal die Ruhe beim Motorradfahren. Vorbei. So, was ihr nicht vergessen dürft, wir sind jetzt nämlich die ganze Zeit in Modus 1 gefahren. Wir werden jetzt einfach mal umschalten und werden mal gucken, wie es im Modus 2 läuft. Oh ja, oh warte. Oh warte. Also in Modus 2 hat die gleich viel, viel mehr Power. Was jetzt auch am Adep, aber jetzt am Anfang auf alle Fälle auch mega komisch ist,
dass du keine Hinterradbremse mehr hast. Das muss man sich einfach darauf einstellen. Aber wenn man das drinne hat, ist das ein extremer Gewinn. Was ich hier auch nochmal betonen möchte, dass das ganze Umgewöhne von der Hinterradbremse vom Fuß auf dem Lenker anbelangt, das hat bei mir tatsächlich wirklich nur 2 Runden gedauert, bis man da drinne war. Also keine Angst. Man stellt sich sowas tatsächlich schwieriger vor, als es dann wirklich ist. Man kann es ein kleines bisschen vergleichen, wie der Umstieg vom Automatikauto zum Schalter und umgedreht. Also dauert nicht lange. Also Strecke macht hier auf alle Fälle richtig Laune. Da hat zweite Runde, man muss erstmal ein bisschen rinkommen. Aber so rein vom Fahren her mit dem Motorrad ist es eine wirklich geile Sache. Also wirklich. Man hat viel, viel mehr Zeit oder Möglichkeiten, sich hier einfach mal wirklich aufs Fahren zu konzentrieren und muss halt nicht so viel sich um andere Sachen kümmern. Ich wollte es tatsächlich selber auch gar nicht so richtig wahrhaben, wie viel Energie tatsächlich einfach flöten geht oder auch Konzentration mit einer Kupplung, mit einer Hinterradbremse am Fuß und auch mit dem Schalten. Das war wirklich enorm, was man da einfach, ich sag mal, abgelenkt wurde vom Fahren und wie sehr man sich jetzt zum Beispiel einfach auch auf seine Fußstellung konzentrieren konnte. Ne? Weil nichts ist fataler, als wenn man einfach eine beschissene Fußstellung hat. Wenn die Füße auf der Rasten falsch stehen, hat man einfach dieses ganze Motorrad schlechter unter Kontrolle. Also immer darauf achten, ganz, ganz wichtig, eure Fußstellung. Wenn man die Hinterradbremse am Lenker hat, kann man, wie ich finde, doch einfach viel besser dosieren, weil man halt die Füße immer wieder auf der Rasten lassen kann und man muss sich darum einfach nicht kümmern. Ist ein anderes Fahren. Wenn man sich aber darauf einlässt und einfach mal so diese Denken, ja, das Elektro, alles Kacke, mal so wegschiebt, dann ist das tatsächlich wirklich ein extremer Gewinn, mit so einem Elektromotorrad zu fahren. Ich fand meine 500er auch geil. Die hätte ich einfach rausschieben können und die ganze Zeit von mir vor der Garage laufen lassen können. Genau mit der 250er. So was ist einfach anders, so was bringt tatsächlich andere Emotionen. Aber wie geil wäre das einfach, wenn Vereine viel, viel bessere Trainingsmöglichkeiten bieten können oder auch wenn sich ganz neue Vereine gründen könnten durch diese ganze E-Thematik. Viele Menschen denken da, finde ich, immer so ein bisschen zu klein und eher so engstirnig. Nee, das muss stinken, das muss laut sein. Die denken aber halt einfach nicht daran, dass durch diesen Lärm und diese ganzen Auflagen ja immer mehr Strecken schließen müssen. Da ist ja dieser riesengroße Punkt. Ich möchte zum Beispiel genauso nicht, dass wenn ich am Wochenende irgendwo mit meiner Familie unterwegs bin, und bei einem Fußballstadion oder einem Fußballplatz vorbeilaufe und da irgendwie spielt es, dann will ich am Wochenende auch nicht irgendwelche Trillerpfeifen, irgendwelche Drumgegröle oder irgendwelche Schiedsrichter durchrufe hören, sondern will einfach auch meine Ruhe haben und genauso wie ich niemanden auf den Sack gehen möchte, möchte ich auch, dass andere mit ihrem Sport nicht auf den Sack gehen. Und wenn man halt dann einfach so ein bisschen diese Akzeptanz gegenseitig hinbekommt, dann ist das, glaube ich, ein Gewinn für alle und vor allem wir Motorradfahrer haben halt mit diesen neu gewonnenen Möglichkeiten einfach einen viel größeren Mehrwert, als dass man immer sagt, nee, das muss stinken, das muss laut sein, das muss. Und glaub mir, ich bin absolut Kinder von den Grünen geworden, aber ich will einfach Motorrad fahren. Was man ja einfach bei dieser ganzen E-Thematik auch nochmal viel, viel eindringlicher sagen muss, 500 Stunden wartungsfreier Motor. Die meisten haben oder eigentlich alle haben 500 Stunden kein Motorrad. Dann halten die meisten Chassis ja auch einfach keine 500 Stunden oder ganzen Anbauteile. Das ist ja gleich das nächste. Und dann nach 500 Stunden kommen einmalig ungefähr 200 bis 300 Euro Wartung auf ihn hinzu. Heißt also, um das nochmal vor Augen zu halten, kein Kolbenwechsel, keine Motorrevision, kein Luftfilterwechsel nach jedem Mal fahren, kein Ölwechsel alle 2 bis 3 Mal fahren, nichts. Einfach nichts. Einfach nur zu Hause sauber machen, nicht mal tanken. Das ist ja der nächste. Du musst die zu Hause nur anstecken und beim nächsten Mal rausholen und es geht weiter. Nur Pluspunkte. Meiner Meinung nach bringt diese ganze E-Thematik im Motocross nur Pluspunkte. Ich weiß tatsächlich nicht, inwieweit ihr mich jetzt verstehen konntet, aber also es ist tatsächlich wirklich einfach ein komplett anderes Fahren. Du kannst das halt null vergleichen mit dem Verbrenner. Und da ist tatsächlich auch einfach so dieser Unterschied, den ich finde zum Verbrenner. Man hat einfach gerade nach dem Winter viel mehr Zeit, sich auf seine Fahrtechnik zu konzentrieren. Weil ich sag mal jetzt, Alter, die ganzen Hobbysportler, da zähle ich mich hier komplett mit rein, den ganzen Winter über nichts gemacht, nur gefressen, fett geworden. Familie gesehen und jetzt hängen ihm einfach komplett die Arme durch und ich muss tatsächlich sagen, ich bin jetzt 4 Runden gefahren und ich fühle mich trotzdem noch fit. Das möchte ich meinen, hatte ich mit dem Verbrenner auf alle Fälle nicht. So, und damit würde ich tatsächlich auch das erste Fahrvideo jetzt beenden.
Ihr kennt jetzt meine Impressionen. Schreibt mir auf alle Fälle mal in die Kommentare, wie ihr zu der ganzen Thematik steht. Also ob ihr sowas mal ausprobieren wollt. Wie gesagt, wenn ich irgendwo unterwegs bin, gerne ansprechen. Ihr könnt auf alle Fälle mal eine Runde fahren und das einfach mal für euch ausprobieren. Und jetzt haben wir nämlich gleich noch das Video oder das Vergleichsvideo zur Stark Wag drehen mit der 80 PS Variante im Gegensatz zur Honda. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Ich werde jetzt auf alle Fälle bitte mal 1:1 fahren.